So Leute, wir sind wieder zurück am Start. Hi ho. Ah, sie kann wieder reden. Alles klar. Wir haben jetzt, wir waren eine ganze Weile abstinent jetzt vom Spiel, ne? Nach unserer letzten Schildkröten-Folgen-Ausflugsattacke. Ach, das ärgert mich, dass wir die nicht, ne? Also, naja. Ergebnis war, wir haben noch ein bisschen, wir haben uns getrennt. Also Amy hat schon mal ein bisschen, die ist ja so ein bisschen ungeduldig, oder? Wir haben uns getrennt. Ja, also wir sind gerade wieder in so einer Phase, wie wir uns das, in der wir uns zusammenfinden, ne? Deswegen. Ob wir uns jemals wiederfinden. Ich habe keine Ahnung, wir werden es feststellen. Also Amy läuft nach Nordosten, ich laufe nach Nordwesten und wir wollen uns dann irgendwo im Norden treffen, weil wir wollen jetzt nicht zurück in die Stadt. Wir gehen das Vieh jetzt auch nicht nochmal an. Ich finde, das wäre übertrieben, oder? Wir haben gesehen, Wir hätten es schaffen können. Da war jetzt sicherlich auch ein bisschen Pech dabei. Aber ich fand, im Großen und Ganzen haben wir das schon ziemlich gut gemacht. Wir versuchen das jetzt nicht nochmal. Wir ziehen lieber los zu neuen Abenteuern. Ich würde auch gerne mal so eine neue Stadt finden. Gibt es denn mehr als eine in dem Spiel? Ich denke schon, also. Au, oh, voll auf den Arsch. Und dann gucken wir jetzt einfach mal, ob wir da oben im Norden. Ich bin ja auch ein Freund des Nordens. Ich bin ja so ein kleiner Nordmann. Ja, Wikinger. Viking-Metal und so ein Dreck höre ich auch ganz furchtbar gerne. Scheiß Dreck, ist ja geil. So. Stirb, Zwiebelmann! Nee, Radieschenmann. Alter Schwede, die habe ich ganz schön. Das war geil. Ich würde auch gerne eine Wüste finden. Oh ja, Wüste wäre cool. Weil wegen diesen Kaktuspflanzen, da kann man ganz tolle Heiltränke draus machen. Was? Ich hab mich fast in den Tod gekämpft. Ja, und ich bin in den Tod gekämpft worden. Die waren eigentlich blau, die zwei, aber der eine von denen ist voll ausgelastet. Ich glaube, der ist voll in Berlin groß geworden. Im Ghetto. Agro. Ja. Also ich glaube schon. Ich gehe mal weiter nach Nordwesten. Ich lasse diese beiden Scheißelfen mal da so links liegen und hau lieber den Tisch hier. Der wehrt sich wenigstens nicht so. Was treibst du gerade so? Ich laufe Richtung Nordosten und nehme hier so ein paar Fliegen mit, die hier so. Das ist gut. Dieses Geräusch, wenn man von etwas schon genug hat. Ja. Was bist denn du da unten? Ein Froschmann. Hallo Froschmann? Bist du böse? Ja, bist du. Erstmal wieder ins Spiel reinkomm, ich bin voll raus. Ja, ich auch. Ich dachte mir auch gerade, Steuerung. Worn Lime Gloves. Was trägst du? Du trägst Leder, ne? Was bist denn du? Ein Terrier. Oh, bist du süß! Oh, cool. Iron. So, da hinten ist eine dicke Hummelbrummel. Eine Hornisse ist das sogar. Die lasse ich mal lieber in Ruhe. Ah. Oh, das ist auch ein schöner Berg hier. Patsch, 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 patsch. Was bist du? Ein Bunny! Ey, Bunny! Bunny! Ich hab relativ wenig Leben. Ich sollte ein bisschen vorsichtig sein, aber egal. Ich habe nur mit zwei Heiltränke. Das ist gar nicht gut. Stimmt, ich habe auch keine Heiltränke mehr. Deswegen sollten wir unbedingt eine Stadt finden, dass wir uns Heiltränke machen können. Ich fresse jetzt hier als mein Ginseng-Zeug. Da ist ein Lemon Beetle, der ist orange. Ob ich den mal angehe? Ich glaube schon, ne? Versuch's auch an. Hey, der ist ja Kindergeburtstag. 7 XP. Geil. Ich will mal kurz gucken, wo du bist. Ach du Scheiße, du bist aber schon echt weit im Norden. Wasser. Ja, wir waren übrigens zwischendurch auf dem Mera Luna, ne? Ja, das war letztes Wochenende. Da haben wir auch schwerst gefeiert, allerdings ohne Wasser. Da war mehr so, ne? Wobei ich dachte, Wasser ist auch im Bier. Also was ist in mir? Im Bier. Ja, im Bier ist auch Wasser, das stimmt. Und morgens haben wir uns ja auch immer einen schönen Kaffee gemacht, ne? Genau. Ein Bornling, was auch immer du bist, ich hau dich jetzt kaputt. Und dein Freund auch in der Mitte. So, gestunt. Jetzt ein bisschen reinklopfen und Batsch! Cool. Oh, cool. Was? Auf
du hast was gefunden. Ich habe was gefunden? Ja. Leftovers plus 14. Was ist denn ein Leftover? Eine Überlassung. Ich habe eine plus 14 Überlassung gefunden. Warte mal, ich gucke gerade mal ins Inventar. Iron Gloves. Worn Line Gloves. Die sind sogar für den Ranger. Oh, cool. Rogue. Was habe ich denn da gefunden? Silk Shoulder. Die müssten doch hier sein, oder war das? Formula für einen Rogue. Oh, da geht's raus. Cool. Ah, ich habe genau, wir haben ja Pets. Richtig. Das habe ich ganz vergessen. So, naja, okay, ich habe keine Ahnung, was ein Leftover ist. Ah, hallo Chili. Ich habe das jetzt schon öfter aufgenommen. Ich habe auch keine Ahnung, was. Die sind freundlich. Genau. Oh, da hinten klopft sich was ganz Dickes. Ist das eine Megakuh? Was ist denn das? Oh. Das ist eine Bosskuh. Ach du Schande. Dann bleib mal lieber weg. Ich gehe die jetzt an. Bitte? Ich guck mal, was die kann. Ich habe ja keine Ahnung, wie stark die ist. Halt! Nee, ich renn mal lieber. Tschüss, Bosskuh. Au! Ah, 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 ist die schnell? Ist die schnell? Wann bist du schnell tot? Entschuldigung. Was soll ey? Pass bloß auf, ey. Hast du nicht geguckt, wann wir angefangen haben aufzunehmen? Natürlich. Ja, dann sind wir dann schon zwei. Alpaka, ich räche mich für die Kuh. Jetzt, es tut mir leid, dass ich jetzt die Folge alleine bin, aber wir müssen uns erst wieder finden. Das nützt nur alles nichts. Alpaka! Wenn ich nicht so viel hauen würde, würde ich auch viel schneller zu dir kommen können, ne? Ja, ich hab wieder einen Iron Dagger, aber... Oh, da ist wieder so ein Boss-Troll. Oh, nee, das ist ein normaler Uber, der ist aber rot. Kann man nicht eigentlich auch irgendwie reiten in dem Spiel? Ja, aber das muss es skillen. Das muss man skillen? Ja, ja. So, das habe ich natürlich noch nicht geskillt. Jetzt wird es natürlich auch von Level 5 auf Level 6 brauchst du schon echt viele Exp, ne? 216, also das ist jetzt. Ja, ich habe halt erst 121, ne? 147. Hey. Hab ich. Ja, ich habe dich eingeladen. Ja, du hast wahrscheinlich auch deine Level, ne? Aber hier, du hast Level 6 auf 5, ich habe 5 auf 6. Ne? Nee, ich habe auch 5 auf 6, du Dödel. Ja, warum sagst du dann 6 auf 6? Hab ich nicht gesagt, du hast mir nur wieder nicht zugehört. Ich glaube, du rennst von mir weg. Ach nee, du kämpfst gerade. Ich habe hier ein Formula gefunden für dich. Ja, Formulas habe ich auch noch. Wenn wir die nächste Stadt gefunden haben, müssen wir mal so ein bisschen Übergabe machen. Die Herzblümchen sind auch voll. Hier kann ich runter. Krass. Krasse Landschaft hier auf jeden Fall. Ja, Prost. Genau, wir haben uns mal ein schönes Bierchen aufgemacht heute. Irgendwie hatten wir beide irgendwie Bock auf ein Bier. So irgendwie. Ja, vor allem, wenn man so das Wochenende davor einiges davon hatte. Oh. Bin voll an diesem scheiß Terrier vorbeigesprungen. Ich will ihn aber eigentlich töten. Boah, die Schildkröte. Ach du Scheiße. Vor allem macht die, ich höre das hier bei mir an. Klick, 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 klick. Wie hörst du das bei dir? Ich höre das auch mal. Wahrscheinlich über meine, weil meine Kopfhörer so scheiße sind und immer vom Mikro mit aufgenommen werden, hörst du das dann auch. Orangenhornisse, die gehe ich mal an. Boah, die alte Schildkröte, du bist echt ein Killer. Aber die schubst die immer um mich rum, da kann ich gar nicht richtig haben. Verrücktes Vieh. Jetzt gehe ich nach Nordosten, da bin ich gar nicht hin. Wo bist denn du? Ach, guck mal, wir kommen näher. Du bist da an dem Gebirge, bist du, wo diese ganzen Green Beetles da rumlaufen. Genau. Was seid ihr? Fliegen? Soll ich dir mein Ding? Ja, bitte. Ich bin fast da. Oh, ich habe meine Kopfhörer aber auch echt laut gedreht. Ich muss die gerade mal ein Stück runterdrehen. So. Das muss ich. Das ist sonst. Das macht. Prinzipiell ist das ja nicht schlimm, aber das macht nachher das Zusammenschneiden von Tonspur und Video. Macht das echt schwierig, weil ich dann.
meine Tonspur auch noch auf meinem in meinem Video drin habe, weißt du? In meiner, also das ich habe den Ingame-Sound mit in meiner Tonspur drin. Ja. Das macht es dann immer vom Bearbeiten her relativ kompliziert. Boah, voll auf den Arsch. Zweimal. Erstmal ein Ginseng-Süppchen. Du müsstest ja jetzt eigentlich... Hä? Ich esse. Ah, jetzt bist du im Norden. Jetzt muss ich genau straight nach Norden. Das heißt für dich, in welche Richtung musst du? Ich laufe in Richtung Süden. Sehr gut. Das war jetzt nur so ein Allgemeinwissen-Bildungstest. Ja, du testest mich. Ja, immer. Genau. Du willst mich nur bloßstellen. Ja, richtig. Hier. Weil ich ja weiß, dass du ein bisschen doof bist. Ja, du bist geil und sexy alles, ne? Aber ein bisschen doof auch. Wie war das, der Charakter? Ja, ja, ich stehe voll auf deinen Charakter, Alter. Was bist du? Lane Runner. Ja. Hätte ich ja auch. Dumm? Ach, dumm F gut, ne? Ja, ja. Ein Biter, der ist orange, da warte ich lieber auf dich. Ein Schaf! Ach, töte dich, entschuldige. Achso, du hast mich ja jetzt auch nicht verstanden. Ne? Ey, kommt der Plane Runner hierher? Ich will Plane Runner. Ein Schild, ich will kein Schild. Quarks kämpfen nur mit zwei Handwaffen. Ey, du läufst an mir weg. Oh, guck vorbei. Mal, freundliche Zwerge. Hallo. So, jetzt müsste ich dich gleich sehen. Boats? Ne, ich gucke nicht vor Boats. Yetis are really strong. Mit Bombs, ja, ja. I love traveling. Da bist du. Okay, gehen wir weiter in den Norden? Ja, ne? Ja, Norden ja. Ist schön. Ah, Schatzi. Hallo, Schatzi. Bam. Hast du mitgerechnet, oder? Ja, klar. Komm, wir gehen nach Norden. Es hat mich doch gewundert, wäre es mal anders gewesen. Komm hier, Schatzi. Hast du deinen trotteligen Köter immer noch dabei? Der ist doch so doof, das Vieh. Tja, drei Meter Feldweg. Kann nicht jeder so. Hier, du musst diese komischen Mushrooms. Ich hab Mushrooms voll. Ach, oh. Ich hab Mushrooms und Herzblümchen und Scrubs voll. Ah ja. Alle Staffeln. Ey. Guck mal, Kühe. Ja, komm, jetzt machen wir Gemetzel. Familie Quarak in the Slaughterhouse. Slap! Kauslap! Meine zwei sind tot und deine? Ich hab mich gar nicht aufgefallen. Ach ja, hör doch auf. Das hab ich ja alles alleine gemacht. Guck mal, ich hab die geschubst. Kühe schubsen, geil! Ich mag Kühe schubsen. Ich wollte gerade sagen, das magst du. Jetzt hab ich schon 160 Express, geht ja. Lügen. Oh, voll am kurz vorm Push runtergefallen. Oh, 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 die sind rot. Oh, Insect Guards. Dann gehen wir lieber hier ein bisschen außen rum. Maisch. Warum halt sie nicht? Was macht's bei dir? Es halt. Halt. Halali und halala. Was denn? Was ist das für ein Vieh? Ein Alpaka. Alpaka tot. Aber hier oben haben wir einen Terrier und da waren gerade irgendwie Humans. Aber ich weiß, nee, ist eine Katze. Nee, ist eine Katze. Derbkatze! Ich bin auf die Allergie. Ah, jetzt juckt mein ganzes Schwert. Das ist wie nach ungeschütztem Geh im Puff. Da juckt das Schwert auch. So, GMP. Was? GMP? Ein Hühnchen. GMP? Chicken! Evil Chicken. Bam! Chicken and Cow, genau. Wir haben Chicken and Cow getötet. Nein, Chicken. Oh, 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 oh. Oh, 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 ich bin gespannt, was? Ich bin gespannt, wo wir landen. Sehen wir denn schon was auf der Map irgendwo? Da ist auf jeden Fall so ein Cut in der Karte irgendwie. Ja, dieser Cut, das ist jetzt nicht nix, was sagt. Ist das ein Grafikbug oder was? Kann sein, aber normal Ende eines Landes ist immer so eine gestrichelte Linie. Sieht man die auch auf der Map? Ja. Okay. Wenn du dicht bist. Na, wir ziehen jetzt hier ins freie Feld und unterwegs wird uns schon ein Abenteuer begegnen. Wo bist du? Ich überhaupt? Bin direkt neben dir. Du hast mich schon wieder verloren. Nein, gar nicht. Du bist genau hinter mir. Du läufst doch hinter mir her, du Knödel. Ja, jetzt.
Oh. Ach du je. Rote Skullbulls. Hui. Wer bist denn du? Ein Kornling. Und ich bin auf den Arsch gefallen. Kann die Höhle da? Komm, die Höhle gucken wir nochmal eben. Ist ein Gold. Und Eisen. Eisen. Brauchst du das nicht sammeln? Ich brauch das eh zum. Ich hab doch nicht gesammelt. Ja, gib's doch zu. Nein, ich bin ja nicht so ein Grabber wie du. Gar nicht, ich bin kein Grabber. Ach du je, guck mal. Was ist denn? Was denn? Schon wieder so ein großes Teil. Oh. Na, hier auf dem Baum. Oh. Oh, ein Skullbull Narka. Den gehen wir nicht an. Oh. Alter, was ein fettes Vieh. Ja, der ist rot von der Schrift her. Aber warum sitzt denn der auf dem Baum? Stimmt, der hängt hier irgendwie. Klemmt der da fest? Oh, ich habe einen Raccoon und zwar einen roten. Schnell. Oh, ich hab... Ach du Scheiße. Hast du geedet? Ich glaube ja. Ich bin cool. Ich stürme mal hier weg. Wie hast du das gemacht? Laufen. Ach, guck mal, wenn der jetzt auf die Map. Ich sehe da hinten schon, aber da geht's halt ans Meer. Ja, das macht doch nichts. Meer ist doch geil. Ich will ans Meer, aber da musst du nach Osten gehen. Ich muss aber erstmal flüchten hier vor den Skullbulls. Ich habe doch genau einen von 417 Lebenspunkten. Wo bist denn du? Ich will ans Meer. Wo bist denn du? Ich will ans Meer. Wir wollen alle ans Meer. Wo bist denn du? Ich will ans Meer. Aber wo du bist? Ja, hier. Mama. Das war Let's Play Cube World. Ich danke euch fürs Zuschauen. Es geht jetzt bald weiter mit dem nächsten Projekt. Da spiele ich wieder alleine. Erstmal einen großen Schluck Bier. Woran siehst du, dass das Meer ist? Ich habe auf, wenn ich auf M gehe, habe ich die Linie da und dahinter ist Wasser. Ah. Ja, da gehen wir doch mal hingucken. Ich will auch wissen, was da ist. So. Und jetzt machen wir mal ein kurzes Aufnahmepäuschen, auch wenn die Folge ein bisschen kürzer ist, weil die letzte war ja schon so lang, ne? Und dann, wo ist gleich wieder, oder? Was hast du dazu? Ja. Nicht ins Mikro rülpsen, ja? Du wolltest gerade, ich hab's genau gesehen. Ich hab geschluckt. Alles klar. Ich wollte wieder alles rausspielen. Ist klar. Bis gleich, Leute. Tschüss. Tschüss.